So, Leute, ich habe eben mit Luca eine Runde Duo gespielt und es ist was ganz Seltsames passiert. Wir haben es auch so noch nicht gefunden. Vor allem Luca hat sich erschreckt wie noch was. Wir gucken mal gerade. Nämlich, wir haben diesen Parasiten gefunden. Ich habe ihn vorher mal ganz kurz gesehen, aber nicht so offiziell, sage ich jetzt mal, weil ich habe das nur am Gegner erkannt, dass da irgendwas lila ist. Ich wusste aber nicht genau, was passiert. Aber wir gucken mal gerade selber, weil ich habe nämlich noch gesagt, geh zur Pflanze, die ist neu. Jetzt achtet mal drauf. Warte, ihr seht da das Huhn. Also es soll ein Huhn sein, was ihr hier links seht. Das ist ein Huhn, das hat den Parasiten auf dem Kopf und das hier ist die Pflanze. Also wenn ihr die Pflanze der zu nahe kommt oder so, springt die schon raus und läuft euch nach. Passt einfach mal auf. Das war das Huhn und das ist der Parasit. So. Der setzt sich dann bei euch auf den Kopf und haut eure grüne Lebensanzeige bis auf 60 runter. Dadurch könnt ihr aber schneller laufen, wie ihr seht, weil ich bin gerade nicht am Hof vorspulen oder so. So, Luca, jetzt kannst du selber sagen, war schön. Luca traut sich nicht zu reden. War total schön. Ich sage ja, das war so anstrengend für ihn. Das Problem ist, du weißt halt nicht, wir wussten vorher beide nicht, wie weit der einen runterhaut. Wenn du natürlich dauernd gezeigt bekommst, du verlierst Leben, du verlierst Leben, dann wird es natürlich ein bisschen kriminell, aber an sich trotzdem gut gelöst. Und am Ende wurde es dann trotzdem noch ein epischer Sieg. Warte mal, wir gehen mal gerade zu den Kills rüber, weil wir brauchen ja nicht unnötig das Video zu strecken. Die Zeiten sind vorbei. Ja, Wiederholungen sind immer ganz toll. Ja, das war der Knock. Da hast du auch Glück gehabt, dass du da die Wand gebaut hast, gell? Der war nämlich schon auf dich um Hilfe schießen. So, danach kommt noch mal einmal einer. Ja, der letzte Kill war sowieso der beste, ne? Der hat einfach nur seine Füße da gelassen. Fangen wir gehen mal gerade vor. Ah, da war der Kill schon. Ne, kommt jetzt noch. Zack. So, jetzt kommt noch der finale Kill. Da hat der Gegner, also ich habe schon gesagt, bau den einfach ein, der wird da nicht rauskommen. Warte mal, wo ist er gleich? Ich weiß schon gar nicht mehr, gerade erst passiert. Ich spule mal ein bisschen vor. Zack, 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 zack. Ach, da unten war er. Da war er erst am, da wollte er erst das Trample benutzen. Ist schön gegen die Decke immer selber geflogen. Anstatt er einfach mal die Decke weghaut. Ich glaube, der Gegner war ein bisschen nervös. Dann kommt die Zone, er baut sich da unten selber ein. Da, ihr seht ihn ja. Keine Ahnung, was seine Mission war. Hätte auch ich sein können, ganz ehrlich. Ich will nicht wissen, wie oft ich schon in der Zone gestorben bin, nur weil ich noch versucht habe, mich hochzuheilen oder sonst irgendwas. Aber ohne Quatsch, wie findet ihr die neuen Items? Oder generell, wie findet ihr den ganzen Patch? Weil der Patch hat schon ein bisschen viel verändert im Spiel, finde ich. Wie Mutterschiff und hast du nicht gesehen? Ja, Achtung, pass auf. Luca macht jetzt den 200er IQ-Move. Einfach auf die Füße schießen. Und so ist der epische Sieg da. So, ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. In dem Sinne erstmal vielen, vielen Dank für den ganzen Support die ganze Zeit. Und ihr wisst ja, gern Like da lassen, gern Abo da lassen. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video und haut herein.